Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge LS22 Italia auf der Italia. Wir haben wieder gedacht, wir sind am Start. Wir sind immer noch auf der Italia, nicht auf der Land of Italy. Ganz einfach, weil wir noch vorproduzieren oder weil ich jetzt noch für die Woche produziere und ich gesagt habe, wir machen die Woche nochmal Italia, falls wir nicht wechseln. Nicht, dass die zwei Folgen dann fehlen. Beziehungsweise für mich ist ja die Land of Italy noch gar nicht erschienen. Die kommt für mich erst morgen. Für euch kam sie ja am letzten Sonntag, also vorgestern. Ja. Aber das ändert nichts daran, dass wir jetzt hier fleißig weitermachen. Und wenn wir dann wechseln, dann wechseln wir. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Würde ich mal behaupten. So. Na. Wie gesagt, es gibt immer noch. Ah, doch, ich wollte euch die Story von dem LKW-Fahrer erzählen. Ich wollte die Story erzählen von dem LKW-Fahrer, der sich mies festgefahren hat. Und zwar folgende Story: Wir haben neue Baustelle und da kam halt eine Lieferung Steine, Findlinge, und die mussten da gekippt werden. Und der hätte einfach zwei Baustahlmatten auf Seite ziehen müssen und hätte dann da reinfahren können, problemlos und kippen können. Was hat er gemacht? Er hat ein Stück weiter unten am Grundstück ist er reingefahren, wo der Boden, keine Ahnung, 40 cm unterm Randstein erst angefangen hat. Also es war noch nicht aufgefüllt oder ist immer noch nicht aufgefüllt bis oben hin. Und ist dann da ordentliches Stück reingefahren. Also es war keiner dabei auf der Baustelle. Die Lieferung kam, bevor wir halt da waren, bevor wir überhaupt angefangen haben auf der Baustelle. Genau, die kam und dann ist der halt da reingefahren und kam dann logischerweise nicht mehr raus. Also, ne, 40 cm Absatz, kommst du mit deinem LKW nicht mehr raus. Alles Lehm und Schlamm, weicher Boden, dass der nicht umgefallen ist. Das ist eigentlich schon fast ein Wunder. Ja, der da kippt und dann kam er nicht mehr raus. Dann hat mein Chef da irgendeinen angerufen, ich glaube, es war ein Lohnunternehmer oder so in der Nähe, und der hat ihn dann rausgezogen. Und letzte Woche, Freitag, kam die zweite Lieferung und da waren wir dann, der war auch wieder vor uns da. Also wir sind gekommen und der war fertig mit Kippen, wollte gerade wieder wegfahren. Und dann haben wir kurz mit dem gequatscht und dann haben wir gesehen, der hat wieder da reingekippt, ne? Der Volltrottel. Dann haben wir gedacht, ja, okay, ne, dann haben wir erstmal, ne, warum? Wir haben den halt markiert, wo er hinkippen soll. Es war zwar dunkel, aber. Wieso? So, jetzt. Ich fahre doch nicht zweimal rein. Vor allem, das Krasse war, es war nicht ein anderer Fahrer, der das halt nicht wusste, sondern es war genau derselbe Fahrer wieder, der schon mal da stecken geblieben ist. Und ja, ist halt reingefahren. Dann hat er gesagt zu uns, ja, er hat halt so einen Zettel, wo markiert ist, wo er abkippen muss. Oder soll. Dann denke ich mir so, alter Junge, du bist da das letzte Mal nicht mehr rausgekommen, dann fahre ich doch nicht nochmal rein, dann kläre ich das doch ab oder was weiß ich, ruf irgendjemanden an, der hat ja die Nummer auch, also, ne, oder die Firma, oder wo er halt der Disponent hat ja die Nummer von unserer Firma und kann halt anrufen, ey, der fährt da nicht nochmal rein, der ist da stecken geblieben. Ne, er fährt einfach nochmal rein. Der ist wieder rausgekommen, dieses Mal. Aber ich fahre doch da nicht nochmal rein, wenn ich beim ersten Mal schon. Und es ist jetzt nicht so, dass. Es ist halt dieser Absatz, dieser 40 cm Absatz. Boah. Und jetzt haben wir den gesagt, der soll woanders kippen. Jetzt bin ich gespannt. Die Woche, Donnerstag, kommt er wieder. Und dann bin ich mal gespannt, ob er wieder da reinfährt. Jetzt haben wir es
ihm gesagt, dem Fahrer, wo er kippen soll, kann, darf. Jetzt schauen wir mal. Ich bin gespannt. Also, wie gesagt, ich kann da nicht rausziehen. Oder ich ziehe auch nicht raus. Wenn er so blöd ist und da wieder reinfährt. Ja, ist mir dann eigentlich auch wurscht. Weil wenn er da drin steckt, dann komme ich nämlich nicht mehr aus dem Garten raus. Mit dem Bagger oder dem Radlader. Geht nicht. Ich komme eh schon nicht raus, wenn der Schotter gekippt ist. Und wenn die Steine vorne gekippt sind, dann auch nicht. Also, schau mal. Ich bin gespannt. Bleibt spannend. Ich werde euch nächste Woche berichten, ob er wieder reingefahren ist oder nicht. Aber das war auf jeden Fall mal so die Story zu dem Bree. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Diesel hier noch reicht für die zwei Felder. Aber schauen wir mal. Weil der halt schon echt hardcore leer ist. Theoretisch könnte man auch umhängen. Jetzt dann fürs letzte Feld noch. Bevor wir da mit dem zur Tankstelle runter eiern ewig lang. Ja, ich würde zumindest das Feld noch gar fertig machen mit dem. Er könnte auf jeden Fall eng werden, vor allem jetzt hier dieses Berg hoch. Das wird ordentlich ziehen. Naja, werden wir das sehen. Im schlimmsten Fall bleibt er stehen. Da müssen wir eine Tankbombe holen. Oder ein Abschleppseil oder irgendwas. Ich finde es schade, wenn du im Spiel, also im Standardspiel ohne Mod stehen bleibst, weil du nicht getankt hast, dann ist ja die einzige Möglichkeit, die du hast, ist diesen Dieselanhänger zu kaufen oder auszuleihen und dann damit deine Maschine zu tanken und dann weiterzufahren. Es wäre schon noch irgendwie cool, wenn es trotzdem noch irgendwie so ein Abschleppseil geben würde. Das wäre geil. Haben wir eigentlich, ich glaube, wir haben schon mal, aber haben wir schon mal über. Scheiße, jetzt habe ich eine Bahn ausgelassen. Ne? Egal. Fahren wir als nächstes. Haben wir schon mal drüber geredet, was man sich so für den LS oder für den nächsten LS wünscht? Hat man da, ich denke mal, alle werden jetzt Mercedes schreiben. Ja, Mercedes, MB-Trag, Mercedes Arox, Zetros, Unimog. Eieieiei, Freunde, so viel gibt's da. Aber ich glaube nicht, dass wir Mercedes im Spiel kriegen. Vielleicht schon, aber dann nur als LKW. Also Unimog und Arox und Actros und Zetros. Ich weiß nicht, im B-Truck kann schon sein, aber ich bin mir nicht sicher. Schwer zu sagen. Ob die kommen. Aber es wird ja hauptsächlich jetzt sich jetzt zum Gameplay drehen. Ne? So Obstbau wäre noch so eine Sache. Also im Sinne von Obstbäumen wie Apfelbäume, Orangen oder ja, so Birnen. Sowas in die Richtung wäre noch ganz cool. Dann Kommunalmissionen wären ganz geil, wie zum Beispiel Straßenrand mulchen. Winterdienstmissionen, damit, wo du halt Geld mit verdienen kannst, ne? Nebenbei noch, das ist ja auch ganz gängig. Oder Feldrandpflege vielleicht noch, dass du halt um sowas wie den Umweltbonus von Precision Farming, dass du sowas noch zusätzlich irgendwie bekommst, wenn du deine Feldränder pflegst, ne? Wenn du da einmal im Jahr mit dem Mulchern lang fährst. Das ist, es muss ja nicht nichts Krasses sein. Du musst einmal im Jahr mit Mulcher einmal ums Feld fahren, einen bestimmten Streifen Mulcher. Und dann kriegst du einen Umweltbonus bei der Ernte oder sowas Ähnliches, ne? Noch zusätzlich. Oder dass vielleicht Bio unterschieden wird zwischen Bio-Früchten und konventionell, dass die halt ein bisschen mehr Geld bringen, wenn du auf Kunstdünger und Pflanzenschutz verzichtest.
sondern halt alles, sondern halt auf Bio gehst, dass du dann sagst, dass das Spiel das merkt, ne, und dafür mehr Geld bekommst zum Beispiel. Oder vielleicht, dass es unterschiedliche Saatgut gibt für das, was du anzählst. Irgendwie so noch ein bisschen mehr in den Realismus dann jetzt reingehen. Nicht mehr neue Marken und so weiter, sondern das ist jetzt rum mit neuen Marken. Wir haben jetzt alles an Marken, was man will. An großen, bekannten Marken, sage ich mal. Klar kriegst du immer mal so eine Handvoll kleine noch mit rein. Na, oder unbekannte Marken. Ist ja auch geil, neue Marken kennenlernen. Gibt nichts Besseres. Und aber das Hauptaugenmerk liegt ja jetzt auf neue Features und neue Gameplay und so weiter. Und da glaube ich ja wirklich, dass so bisschen kommunal, wie Straßenrandpflege, Feldrandpflege und Winterdienstmission, glaube ich, ein richtig großes Ding wären, fände ich. Obstbau wäre was richtig Geiles, also sprich Apfelbäume. Also Erdbeeren und Gewächshäuser haben wir ja schon. Oliven und Trauben haben wir schon, aber jetzt zum Beispiel noch Äpfel, Birnen, Orangen, was weiß ich, ne? So Zeug halt. Das wäre noch ganz cool. Vielleicht. Und genau, der Unterschied zwischen Biolandwirtschaft und konventionell, dass du da halt Preisunterschiede merkst, also das Spiel merkt, okay, ich habe das Feld wurde komplett biologisch bewirtschaftet, kein Kunstdünger, kein Pflanzenschutzspritzen, dann bekommst du halt bekommst du für die Ernte halt mehr. Na, das Spiel merkt es halt, wenn du jetzt, es muss ja, ja vielleicht, dass du, und wenn du so, ne, ich weiß nicht, wie man das dann am besten macht, biogeernteter Weizen kann, musst du halt separiert lagern als den normal geernteten Weizen. Wenn du jetzt sozusagen zum Beispiel wenn du jetzt ein Feld aus Versehen biologisch bearbeitet hast, weil du es gepflügt hast und dann nur mit Gülle gedüngt hast, dann denkst du, ups, jetzt habe ich es biologisch, aber mein restlicher Weizen ist alles gespritzt zum Beispiel, dann musst du den halt anderweitig lagern, na, dass sich das halt nicht vermischt. Das heißt, du hast halt Weizen normal. Und dann hast du halt nochmal Weizen Bio, was halt vielleicht mit so einem grünen Haken oder so, grünen Punkt markiert ist. Das wäre zum Beispiel noch geil. Dann so landwirtschaftliche Produktionen wie Getreidetrocknung, Saatgutherstellung, Düngeherstellung vielleicht. Das, was man halt schon so kennt, das wäre vielleicht noch ganz cool, ne? Also Saatgutherstellung haben wir ja schon. Dieses Förderband, das ist auch, finde ich, auch ganz geil, würde ich gerne auch öfters benutzen, aber ich habe jetzt aktuell gar keine Verwendung dafür. Oder und genau dann, also für jede Fruchtsorte ein eigenes Saatgut wäre noch ganz geil, dass du nicht mehr durchschaltest in der Sämaschine, sondern einfach dein Saatgut halt wechseln musst. Weizensaatgut und so weiter und so fort. Also da gibt es jetzt auch keinen Unterschied zwischen Bio-Saatgut und Nicht-Bio-Saatgut. Das wäre jetzt wieder zu krass, glaube ich. Oder zu aufwendig, aber einfach Weizensaatgut, Hafer-Saatgut, Sorghum-Hirse-Saatgut, was weiß ich. Das wäre vielleicht noch auch noch eine geile Sache. So, was wir jetzt schnell machen, bevor wir das letzte Feld anfangen. Wir hängen hier einmal schnell um, weil ich habe keine Lust, den Fendt jetzt hier leer zu fahren. Ich habe aber auch keine Lust, jetzt zur Tankstelle zu fahren. Deswegen machen wir das letzte Feld einmal schnell mit dem Case dann noch fertig. Mit dem Fendt räumen wir jetzt die Walze schnell weg und stellen den dann einfach mal an die Seite erstmal. Und dann fangen wir das Feld in der nächsten Folge noch an. Könnte es sein, dass wir nächste Folge hier gar nicht mehr sind, sondern dann halt neues Projekt auf Land of Italy. Kann passieren, möchte ich euch vorwarnen. Aber nichtsdestotrotz machen wir jetzt hier ganz normal weiter, als würde es hier weitergehen, falls es nämlich doch weitergeht, falls uns die Map nämlich nicht gefällt. Was ich jetzt tatsächlich nicht glaube, aber könnte passieren. Dann können wir
geht's hier einfach ganz normal weiter. Die Folge ist dann jetzt eh zu Ende. Die Walze stellen wir einmal da oben mit rein. Den Bulldog lassen wir erstmal davor hängen. Aber wir werden den auf jeden Fall noch tanken müssen. Bevor wir spulen, würde ich das dann machen, weil wir den ja dann spätestens bei der Ernte wieder brauchen. So. Dann würde ich nämlich sagen, wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren. Ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Und bis zum nächsten Mal. Peace out.